Stefan, deutscher Meister hier mit einer perfekten Vorstellung, Finale 4, Boulder 4, Flash. Was sagst du dazu? Ja, anscheinend waren das genau meine Boulder halt. Also, wir haben das Hüttenschrauber-Team, haben genau meine Boulder halt gestaubt irgendwie. Ja, ich habe vorher den Johannes Blau interviewt, der hat auch eindeutig auf dich getippt, weil er meinte, das wären so eher deine Boulder heute. Das kannst du so bestätigen. Ja, also bei Free Boulder waren doch mal kleine Griffe dabei, sonst sind ja oft so Dreiecke oder Volumen, aber diesmal haben wir mal ein paar Leisten halten müssen und das taugt mir eigentlich ganz wohl nach. Was hältst du jetzt gerade von dem Wettkampf hier auf der Messe? Die war super heiß, wie bist du damit klargekommen? Ja, also die Hitze, ja, ist jetzt nicht so toll, aber ja, so ein Messewettkampf ist eigentlich schon ganz gut, aber da haben oft so Leute, Zuschauer da, die vielleicht nicht ganz wissen, dass das eine deutsche Meisterschaft ist oder so. Und nächstes Jahr wissen es vielleicht besser, dass man da einen Hund feuern kann. Ja, das hat die Moni auch schon gesagt, die Stimmung ist eigentlich nicht überragend, aber insgesamt ist es doch ein recht schöner Wettkampf, vor allem auch mit schönen Bouldern. Was hast du jetzt noch für Ziele? In diesem Jahr national, die Wettkämpfe sind vorbei, international kommt noch München, bist du mit dabei und rechnest du dir irgendwas aus? Ja, also genau, ich mache halt München mit und dann zwei Wochen später ist noch die EM. Da würde ich eigentlich auch gerne mitmachen dann. Und in München, da gebe ich alles einfach und ja, so Top 10 wäre ganz cool in München. Ja, dann hoffen wir, dass du da auch ein paar Leisten schrauben und dass du da ganz weit nach oben kommst. Ja, genau, aber Leisten wäre ganz gut, ja. Alles klar, dann feier noch schön. Deutscher Meister 2013. Ja, danke.